Was denkt Deutschland? Bei mir im Studio Gerrit Richter, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts CIVE. Ganz herzlich willkommen. Danke. Ja, wir sind noch am Anfang des Jahres, haben aber schon wirklich eine ganze Menge spannender Entwicklungen und spannender Zahlen auch dabei. Du analysierst das Ganze für uns. Die AfD sehen wir auf dem Höhenflug derzeit, vor allem natürlich in den neuen Bundesländern. Und da habt ihr mal gefragt, die Menschen in Deutschland, gehen Sie davon aus, dass es nach den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, Thüringen und Brandenburg den ersten AfD-Ministerpräsidenten geben wird? Bin ich gespannt, was die Deutschen dazu sagen. Ja, genau, die Gretchenfrage. Kann die AfD erfolgreich abschneidende Partei wirklich in eine Regierung umwandeln im Osten? 6 von 10 Deutschen, genauer gesagt 62%, sagen, ja, sie gehen davon aus, dass in einem der 3 Bundesländer Sachsen, Thüringen oder Brandenburg ein AfD-Ministerpräsident in diesem Jahr gewählt wird. 27%, also ungefähr 3 von 10 Deutschen, sagen, nein, daran glauben sie nicht. Spannend wird, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt, weil aus heutiger Sicht wird die AfD in keinem der Bundesländer eine absolute Mehrheit erreichen. Also sie braucht einen Partner. Wer soll das sein? Wird die Einschätzung dann immer noch so sein? Das müssen wir uns im Laufe des Jahres anschauen. Und ganz wichtig ist auch, selbst wenn das 6 von 10 Deutschen befürchten oder annehmen, sind das nicht AfD-Unterstützer unbedingt. Und deswegen die nächste Frage, interessant, ob denn nach Meinung der Deutschen die Wahl eines AfD-Politikers zum Ministerpräsidenten verhindert werden sollte, notfalls auch mit einem Verbotsverfahren. Ja, genau, was tun? Also wir haben gefragt, inwiefern stimmen Sie der Aussage zu, die Wahl eines AfD-Politikers zum Ministerpräsidenten sollte verhindert werden, unter Umständen auch mit einem Verbotsverfahren. 34% der Deutschen sagen, ja, ein Verbotsverfahren ist ein legitimes Mittel, um die Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. 57%, also wiederum 6 von 10 Deutschen, sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Selbstverständlich ist es so, die AfD-Anhänger sagen zu 99%, nein, das ist nicht der richtige Weg. Deutlich offener für ein Verbotsverfahren ist man insbesondere bei SPD, Grünen und Linken in der Parteianhängerschaft. Aber auch da keine klare Mehrheit für ein Verbotsverfahren. Fragen wir mal nach. Das Ganze lassen wir politisch einschätzen. Dorothea Schupelius, zugeschaltet aus dem Bundestag. Denn wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass es zu einem solchen Verbotsverfahren kommt? Das dauert ja sehr lange. Da sind die Wahlen womöglich schon gelaufen. Und dann sind sich ja nicht mal die Parteien in sich einig. Oder bei der SPD zum Beispiel. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich ein Parteiverbot für die AfD gibt. Damit eine Partei verboten werden kann, müssen klare Beweise vorliegen, dass diese Partei vorhat, die Demokratie abzuschaffen oder in irgendeiner Art und Weise zu schädigen. Dafür muss es ganz klare Indikatoren und Beweise geben und dann kann ein Verbotsantrag gestellt werden. Saskia Esken von der SPD, die dieses AfD-Verbot ja zur Sprache gebracht hat, die selber oder die SPD haben ja gar keinen Verbotsantrag gestellt. Das heißt, auch die anderen Parteien hier im Deutschen Bundestag sind sich dessen bewusst, dass die Beweislage dafür, dass die AfD die Demokratie abschaffen will, was ja wie gesagt der einzige Grund wäre, dass man eine Partei in Deutschland verbieten kann, dass die dann doch recht dünn ist. Und wenn man dann eben aber zum Beispiel als Argumentation hört, ja, die AfD wird aber in Teilen ja als rechtsradikal eingestuft, dann heißt das immer noch nicht, dass es eine Demokratiegefährdung ist und dann sind das auch nur Teile der AfD, wie zum Beispiel Thüringen und Sachsen. Das heißt, die politische Einordnung ist hier ganz klar, ein Verbot der AfD höchst unwahrscheinlich. Und wenn das weiter diskutiert wird, wird es höchstwahrscheinlich auch nur dafür sorgen, dass die AfD wieder mehr Zulauf bekommt und die SPD noch weniger. Weil, wir haben es ja auch schon alle in den Umfragewerten gesehen, viele geben ja an, die AfD aus Protest zu wählen, um ihre Unzufriedenheit mit dem jetzigen Zustand der Demokratie und der Ampelkoalition klarzumachen. Dorothea, danke dir für diese Einschätzung aus dem Bundestag. Und Gerrit, dann schauen wir doch mal in Richtung Landtagswahlen. Die FDP hat es auch im vergangenen Jahr bei den Landtagswahlen, ja, vorsichtig formuliert, nicht leicht gehabt, ist rausgeflogen aus den meisten Landtagen. Was glauben denn die Befragten jetzt für das Jahr 2024? Wird sich da die Arbeit der FDP in der Ampelregierung im Bund dann eher positiv oder negativ auf diese Wahlen auswirken? Ja, genau. Der Blick nach vorne. Wird die FDP wieder erfolgreich sein im kommenden Jahr oder bleibt sie auf der oder in der sehr schwierigen Situation? 6 von 10 Deutschen wiederum, 57%, genau, wir sehen es hier unten, sagen, die Arbeit der FDP in der Ampelkoalition wird sich negativ auswirken auf ihr Abschneiden. Also hohe Skepsis bei den Deutschen. Sie sind nicht der Überzeugung, dass die FDP hier aus dem Tal kommt, sondern dass wahrscheinlich die FDP weiterhin schlecht abschneidet. Aber immerhin, jeder dritte Deutsche sagt, das wird sich positiv jetzt auswirken. Spannend ist, wenn man hier in die FDP-Anhänger schaut, weil
was alle Deutschen sagen. Klar, dass die AfD-Anhänger da sehr skeptisch sind, ist nicht überraschend. Aber die FDP-Anhänger sind deutlich optimistischer, was das Abschneiden der eigenen Partei angeht. Hier gibt es eine leichte Mehrheit dafür, dass die Arbeit in der Ampel sich positiv für die FDP im kommenden Jahr auswirken wird. Aktuellen Umfragen sehen nicht unbedingt danach aus, aber gewählt wird eben erst ab September. Eine Frage natürlich noch, die Grünen, sollen die denn eher Kompromisse eingehen in der Ampel oder sich an ihren Grundsätzen orientieren? Was denken da die Deutschen drüber? Grundsatz oder Kompromiss, ganz alte Frage bei den Grünen, kann man fast sagen. Auch heute wieder 6 von 10 Deutschen sagen, die Grünen sollten Kompromisse eingehen, sollten sich öffnen für Positionen der anderen Parteien. 4 von 10 Deutschen, genauer gesagt 26%, sagen, nein, es ist wichtig, dass die Grünen an ihren Grundsätzen festhalten. Auch hier wiederum nicht überraschend, dass alle Parteien Anhänger außer den Grünen Anhängern sagen, die Grünen sollten Kompromisse eingehen. Innerhalb der Grünen ist das so 50-50, also schwierige Situation für die Grünen. Welche Richtung soll man da, welchen Kurs soll man dann steuern? Das wird auf jeden Fall ein hochspannendes Jahr. Ihr werdet uns das ganze Jahr über mit aktuellen Zahlen und Umfragen versorgen. Was denken die Deutschen? Gerrit, danke dir für die Aufbereitung, den Besuch hier im Studio bei Was denkt Deutschland? Sehr gerne.